3, 2, 1. Moin, 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 herzlich willkommen zu Nostalgie Volume 2 von dem Handelshof und Bündnis OP. Und wir spielen Indiana Jones und der Turm von Babel. Sehr schön. Letztes Mal sind wir hier stehen geblieben und mussten nur noch den Spiegel einsetzen. Und das werden wir jetzt tun. Wird wohl passieren mit Licht und Spiegeln. Was? Achso, ich musste näher ran. Zu weit weg, also. Spiegel. Und so, meine Freunde, ist der Laser entwickelt worden. Es ist halt, ja, Ruhm und Reichtum. Ich komme. Laser. Ich komme. Ja, das war's. Werte aller Schätze, wir werden jetzt erstmal Verbandskisten kaufen. So, 4 Stück. Dankeschön. Fertig. Jo. So. Ach, lol. Ich dachte, jetzt wäre schon die Schlange da, aber ist doch nicht. Jetzt kommt erst noch das. Majestätisch. Ja. Wo bin ich? Nicht kartografiertes Gebiet, so viel ist sicher. Aber ich wette, Azerim hat es lange vor mir entdeckt. Ja, und damit sind wir wieder in einem sehr, man möchte sagen, offenen und sehr, ja, doch auch langläufigen im Level, glaube ich. Ja. Meine Erinnerung verlässt mich auch gerade so ein bisschen. Das muss ich ja ganz ehrlich zugeben. Leider total. Aber es wird schon funktionieren. Ich höre was zischen und sterben. Wow, die war tanky. Und hier haben wir auch unseren allseits bekannten. Ach, der Dude, ja. Hey, geh weg! I don't know, Rick. It looks strange to me. Ich muss halt da auf dem Feld stehen. Jetzt, okay, cool. Jetzt rennt er weg. Die das? Nähe zu ihm. Macht er den Unterschied? Ja. Oh, nee, hier ist nichts. Weil gerade auf solchen Grünflächen ist es immer sehr oft, dass man Heilkräuter findet, die sich ja texturmäßig nicht wirklich hiervon abheben. So. Wir gucken erstmal auf Verdacht, aber hier hinter ist nichts. Man weiß ja nie. So. Guck mal, wie weit das da alleine da reingeht. Soll ein Druckschalter sein. Ups. Ich brauche etwas, das die Druckplatte unten hält. Damit haben wir unsere unsere erste Aufgabe gefunden. Sophia. Wir brauchen Sophia. So ungefähr. So, ich will hier erstmal noch ein bisschen gucken. Mit dem Jeep wäre das natürlich alles ein bisschen einfacher, aber den haben wir nicht mehr. Länger, schneller. Und den Jeep könnte man da abhaken. Ob das überhaupt die richtige Richtung ist? Ne? Jetzt fängt uns You have to believe. Dr. Jones schon an zu warnen, deswegen gehen wir mal wieder. Okay, random. So, also ihr habt ja bestimmt auch schon gesehen, dass es da hinten definitiv weitergeht. Aber ja, eigentlich ist es immer gut, erstmal zu gucken. Richtig. Ich glaube aber tatsächlich, so schwer war das hier gar nicht mehr. Das war einfach nur Steine finden, die da runterhauen und dann passt das einfach ja schön. Ja, aber finden kann immer so ein bisschen tricky sein.
Oh, ich habe gerade ein Loch in meiner Socke gefunden. Ah. Kalt. So, hier geht's jetzt hoch zu der Brücke. Da wollen wir natürlich nicht lang. Die noch keine Brücke ist. Richtig, sondern wir wollen erstmal hier lang. Hm, da scheint was drin zu sein. Oh ja. Sympathischer Kerl. Oh, oh Gott. Oh, jetzt habe ich mich verjagt. Holy Crapperoni. Wie auch immer der Junge da hingekommen ist. Ja. Das heißt, wir behalten mal unseren Revolver in der Hand. Haben da auch gerade schon wieder was gesehen. Ja? Ja. Ah. Mir geht auch nichts. Oh. Turbo nervig, der Boy. Vor allem so inkonsequent vom Doktor. Schieß doch erstmal auf ihn. Eine Statue. Nein, das wollen wir ja nicht. Bitte, er ist mit Feuer. Handfeuer. Hahaha. Es ist so schön, ne? Jedes Mal. Jeder Beton, ich muss lächeln. Zack. Kinder lachen, okay, aber da. Das erste Mal, dass sein Sohn zu dir Papa sagt und seine ersten Worte sind nicht so schön wie das. Also Dante hat letztens bu gesagt, als er gesabbert hat wie so ein Lobotomie-Patient. So, ihr könnt euch, glaube ich, vorstellen, was jetzt passiert. Meatballs. A lot of meatballs. Ein monumentaler Kopf der Olmeken. Die lebten ja also zu Aserims Zeiten. Oh oh. Gerade jetzt. Das ist durch den Schalter passiert. Wow. Jetzt ist die Frage, kann ich da runter? Ich glaube aber ja. Huch. Ja, easy. Sehr gut. So, und damit haben wir die erste Brücke noch nicht repariert. Stellt. Jetzt gleich. So. Das sollte klappen. Genau. Ich meine, was macht der Junge denn jetzt, wenn er diesen Stein klopft, um Himmels Willen nicht bewegen kann? Passiert halt nicht. Keine Option. Holen oder so. Einfach keine Option. Pumpen, er geht pumpen. Ja. Er geht Autofahren ohne Servolenkung. Genau das. Irgendwann kann ich das auch. 2 Wochen, easy. Und was ist das jetzt nochmal für ein Premium Deluxe Car, du da... Ein Dacia Sandero. Welches Baujahr, weiß man das? Vor oder nach Christus? Also nach Christus, wenn du auf die Dingens guckst, auf die Extras. Aber nee, es ist, ich glaube, 10 Jahre ist er jetzt alt oder so. Bin mir nicht sicher. Kann auch älter sein. Hat aber nur 49.000 runter. Das ist halt der riesige Vorteil. Ah, der ist das. Ja, okay. Ich habe gerade parallel gegoogelt. Ist das interessant? Ich bin wieder am Spiel. Witzigerweise, wenn unserer irgendwann mal den Geist aufgibt, ist ja auch nur so ein Gebrauchtwagen, den haben wir uns geholt, als der Hybride den Geist aufgegeben hat, dann werden wir uns wahrscheinlich auch einen Dacia holen. Ah. Irgendwie einen Jahreswagen oder sowas, aber. Weil du kriegst preis-leistungstechnisch einfach nichts Besseres. Also wirklich, selbst wenn du dir den neu holst, ich habe schon so ein bisschen geguckt, gibt es die in der Grundausstattung irgendwie für 7.000. Für 7.000, ne? Sagt sonst ein VW oder ein Audi oder sonst was. Ha, hey. ha, nette Anzahlung, gib mir dein Geld. Ja. Also. Ja, es sind halt die Rumänen, ne? Ist da nicht sogar irgendwie ein Renault-Motor drin oder so? Ja, ist ein Renault-Motor drin. Allerbest. Die Jungs fahren Formel 1 im Gegensatz zu VW. Nicht erfolgreich, hey. Aber die fahren Formel 1.
mir gefällt das gar nicht. Ich meine, alleine, dass die Wände hier mit Totenköpfen verziert sind, gefällt mir schon nicht. Das heißt nicht unbedingt, wir stehen auf Leben. Ja. Gut, dass wir darüber geredet haben. Das ist noch sein Bruder. Und wir sind in Blank. So Panzerschlangen, ey. Mhm. Sonst dürfte ich aber alles hier drin haben. Das ist rein ins verseuchte Wasser. Ich finde die Farbe ganz gesund. Klar. Der hat sich vor allem schon wieder so ein Scheißviech geschlängelt. Hm. Ein paar mehr Viecher. Ha! Headshot. Ah. Headshot. Okay. Ich glaube, sonst ist hier nichts. Keine kaputte Wand oder so. Nee. Okay. Oh. Gut, hier können wir dann wahrscheinlich gleich raus. Er macht sich so bereit. Ah. Oh Jesus Christus, wie weit denn noch? It's a long way. Without you, my friend. Okay. Nicht genug Platz. Oh ja. Das riecht geradezu nach einer Falle. Hallo! Oh. Wow, Alter, hab ich mich gerade erschreckt. Hey, Herr Kommissar. I did nothing wrong. Springen müssen. Ah, in die Echse funktioniert nicht mehr, man kennt. Ah, ja, das übliche Problem. Gut. Ah. Das ist schön. Angehalten haben, oder? Nein, ich fahre doch nur 100 in der Spielzone. So ungefähr, so. Wo ist es denn, Indiana Jones? Ach, guck mal, dann machen wir die Folge Indie noch zu Ende tatsächlich, und dann können wir sogar noch Captain Tsubasa spielen. Danke, das wollte ich hören. Ich habe mega Bock zu. Turn. Hast du morgen eigentlich früh, oder hast du morgen so Mittelschicht, 10 Uhr. Vielleicht werde ich dann auch anfangen zu. Nee. So tun, als würdest du arbeiten, sagst du? 10 Uhr habe ich tatsächlich Dante-Schicht, weil Steffi muss irgendwie zum Arzt. So. Achso. So tun, als ob ich arbeite, werde ich zwischen 8 und 10. Achso. Ich glaube, ich habe irgendein Meeting. Ah, hab auch schon überlegt. Indie-Exe funktioniert nicht mehr. Das ist ja jetzt richtig witzig. Verdammt. So, wir machen mal kurz Pause und wir melden uns, wenn wir wieder da sind. So, Indie möchte nicht mehr. Warum auch immer, ich kann es euch nicht sagen. Ich hoffe einfach, dass es beim nächsten Mal wieder funktioniert. Deswegen eine kürzere Folge, 13 Minuten, ja, 2010 Vibes. Haut rein, bis zum nächsten Mal, lasst es euch gut gehen. Ciao. Ciao.